Bei vielen kamen böse Erinnerungen an den Beginn der Finanzkrise 2008 hoch. Wieder hat mit der Silicon Valley Bank, ein großes US-Finanzinstitut, massive Liquiditätsprobleme und musste vorübergehend geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt werden. Um Panik zu verhindern, hat die US-Regierung massive Zusagen gemacht und angekündigt, alle Einlagen bei der Bank würden abgesichert. Auch in Europa verfolgt man das Ganze mit kritischem Blick. Der Finanzkrisenstab der Bundesbank will heute über mögliche Auswirkungen des Kollaps beraten. Dorothee Holz, das klingt bedrohlich. Können die Zusagen der US-Regierung Schlimmeres verhindern? Also das ist die große Hoffnung. Die US-Regierung hat sehr schnell reagiert. Diese Schutzmaßnahmen für die Kunden wurden quasi über Nacht aus dem Hut gezaubert. Heute wird die US-Notenbank über weitere Maßnahmen beraten. Auch der amerikanische Präsident wird sich dazu äußern. Aber an den Börsen herrscht weiter fast schon Panikstimmung, abzulesen an den Kursverlusten bei Bankaktien. Die Commerzbank ist mit einem Minus von rund 12% größter DAX-Verlierer. Aktien der Deutschen Bank rutschen um 7% ab. Die Silicon Valley Bank hat auch einen kleineren Ableger in Frankfurt. Die Finanzaufsicht BaFin hat die Bank gerade dicht gemacht und versucht auch zu beruhigen. Die Notlage stelle keine Bedrohung der Finanzstabilität dar. Das wollen Anleger aber nicht so hören. Der DAX büßt insgesamt kräftig ein um 2% auf 15.117 Punkte. Volkswirte sehen derzeit keine neue Finanzkrise. Der Kollaps sei aber ein Warnschuss. Danke, Dorothee Holz aus der Börse in Frankfurt.